Liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder Motivation Gesundheit eingeschaltet haben. Ja, jeder Zehnte in Deutschland leidet an Schulterproblemen. Jetzt, die Schulter kann ja so richtig einfach ja, zwicken, dann tut man vielleicht mal Mobilat drauf oder eben einfach so vielleicht Ibuprofen nehmen. Aber irgendwann ja, merkt man es beim Schlafen, man wälzt sich, es sind unangenehme Schmerzen, man ist eingeschränkt. Das ist unser Thema heute. Die Schulter, ja, und da habe ich mir wirklich einen wunderbaren Herrn eingeladen, und zwar Herr Günther Derbach. Sie sind im Heute dran, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar Professor Tauber, einer der besten Schulterspezialisten in Deutschland, nicht nur in Deutschland, man kann sagen weltweit. Mhm. Also da sind Sie erstmal schon in guten Händen. Ja. Aber erzählen Sie mal, wie ging das los mit der Schulter? Ja, vielleicht fange ich auch mit den Schmerzmitteln an. Habe ich natürlich alles im Laufe der letzten 5-6 Jahre Mobilat und was es alles gibt. Ja. Und dann war der Versuch mit Cortison, das ein bisschen ruhig zu stellen. Das war dann mal vorübergehend, vielleicht für einen Monat oder zwei, ganz akzeptabel. Mhm. Dann fingen die Schmerzen wieder an. Mhm. Dann hat man es mehrfach mit Hyaluronsalbe versucht. Auch eine Spritzenkur mit 4 oder 5 Mal Spritzen. Das war dann auch wieder für 2-3 Monate gut, aber die Schmerzen kamen immer wieder zurück. Und die haben mich dann doch sehr eingeschränkt. Nachts werde ich wach, sobald ich auf dieser Schulter liege, auf der rechten. Und am Tag über sind es die kleinen Alltagsbewegungen, die mich zucken lassen, wo da der Knochen auf dem Knochen reibt. Und ja, ich wusste hier, die Arthros-Klinik ist, habe ich eine gute Erfahrung gemacht. Da habe ich mein neues Knie auch eingebaut bekommen, wenn man so sagen darf. Und habe mich dann direkt hierher gewandt und habe dann das Glück gehabt, den Herrn Dr. Tauber kennenzulernen. Und er wird mir dann die neue Schulterprothese einsetzen. Jetzt sind wir ja dann live bei der Operation dabei. Also vielen herzlichen Dank, weil Sie werden dadurch natürlich auch vielen Menschen indirekt helfen, weil die sagen, Mensch, so schlimm ist es gar nicht. Ja. Sie kriegen jetzt eine Schulterprothese. Ja. Ja. Wie war da so die Aufklärung? Man googelt ja und denkt, Mensch, was gibt's denn da alles und so. Also ich komme ja aus Trier und dort war ich natürlich auch bei verschiedenen Orthopäden, hatte sogar einen OP-Termin schon, aber erst im Sommer. So lange wollte ich nicht warten. Von daher hatte ich eine gewisse Aufklärung, habe natürlich viel gelesen im Internet, welche Variationen es gibt. Und dann irgendwann habe ich dem Herrn Professor Tauber eine CT geschickt, hatte er das beurteilt und hat gesagt, ja, kein Problem, das machen wir hier. Ja. Wir machen dann eine komplette Prothese. Mhm. Heißt, in dem Fall hat er mir gestern noch mal erklärt, es kommt sozusagen eine Kappe hier drauf und eine Schale in die Pfanne. Mhm. Und damit wird dann vermieden, dass diese beiden Knochen, die jetzt aufeinander reiben, halt ihren Spielraum haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, Sie freuen sich richtig auf die OP. Ja, ich habe gestern das Interview mit Ihnen gesehen, im Fernsehen, ausführlich. Ja. Und danach hatte ich wirklich absolutes Vertrauen und habe dann auch gesehen, im Fokus ist Dr. Tauber noch ausgezeichnet worden 2024. Und habe ganz, ganz ruhig gestern Abend mein Buch gelesen und bin zuversichtlich eingeschlafen. Genau. Ja. Und es wird ja arthroskopisch gemacht? Also das glaube ich nicht. Nein? Ich glaube, er macht so, wie geschildert in dem Film, nehme ich an, einen Schnitt, weil er ja das einbringen muss. Jetzt ist es ja so, Sie wissen ja, die Nachbehandlung, die dauert natürlich mindestens 3 Monate, aber es wird immer besser. Ja. Ja, also man muss ja dann Physiotherapie machen und einfach fleißig sein, um eben einfach dann wieder schmerzfrei zu sein. Ja. Genau. Ja, ich freue mich sozusagen darauf. Ich bin Bewegungsmensch. Ich muss jeden Tag meine Bewegung haben. Ich habe auch bis zuletzt Walking gemacht, jeden Morgen, das ging. Na, ja. Und ich habe jetzt die Medical Park Klinik am Chiemsee ausgewählt. Da war ich auch mit dem Knie. Mhm. Und dann nach 2 Wochen zu Hause mit ambulanter Therapie werde ich dann 3 Wochen da in die Reha gehen. Wie war denn das? Ich hatte auch mal ein Schulterproblem. Ich war auch beim Professor Tauber, aber der hat mich dann einfach so konservativ wieder hingekriegt. Aha. Aber man macht ja da ständig Kopfkino. Ja, es geht schon wieder los und nach einer Spritze ist vielleicht besser oder so. Ja. Und man rast ja da ständig zu Ärzten. Ja, genau. Man ist permanent damit beschäftigt und spätestens morgens, wenn man aufwacht oder nachts, ist das wieder da mit den Schmerzen.
Und irgendwann geht es auch psychisch nicht mehr so gut, ja, weil jeder Tag ist mit Schmerzen irgendwie behaftet. Ja, 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 ja. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sagt, so, jetzt gehe ich ran. Ja, ja, schön. Also wie gesagt, ich bin wirklich, können Sie sehr zuversichtlich sein. Ja. Und ich habe ja auch im Vorfeld mit Professor Tauber gesprochen. Und vielen herzlichen Dank, dass Sie sich einfach da mal wirklich stellen. Ja, und dass man dadurch vielleicht viele, viele Damen und Herren eben einfach anregt und sagt, es gibt einfach da wirklich Top-Spezialisten. Und so sind Sie heute bei Professor Marc Tauber. Ja, ich muss sagen, ich kenne einige Leute, die auch Schulter-OPs hatten. Ja. Und die alle haben eigentlich gesagt, hätte ich das nur früher gemacht. Ich habe mich jahrelang mit Schmerzen gequält. Ja. Und das wollte ich jetzt auch nicht weitermachen. Und der Professor Tauber ist ja auch jemand, den die Sportwelt kennt und liebt. Also auch viele, viele Profifußballer und Handballer. Und Sie haben auch mal Handball gespielt? Ja, in jungen Jahren Handball, weniger mehr Fußball. Mhm. Aber bei Handball wird ja schon oft geblockt und dann kommt der Druck aufs Gelenk. Ja. Und ich denke, davon ist auch viel geschädigt worden. Ja. Wunderbar, dann dürfen wir dabei sein und Sie können da wirklich frohen Herzens jetzt reingehen in die OP. Gut. Alles Liebe. Dankeschön. Ja, Herr Professor Tauber, die damalige Sendung war unglaublich viel Reaktion auf die Sendung. Es ist so, dass, ich habe das jetzt gegoogelt, dass ungefähr jeder Zehnte in Deutschland Schulterprobleme hat. Jetzt haben wir heute dankenswerterweise den Herrn Günther Derbach bei uns. Er ist Patient, der gleich von Ihnen operiert wird. Jetzt erstmal die Frage, wie viele Schulter-OPs haben Sie schon gemacht in Ihrem Leben? Also irgendwann habe ich tatsächlich aufgehört zu zählen, aber letztes Jahr waren es knapp über 900, ich glaube 940 OPs. Mhm. Ja, es multipliziert sich über die Jahre und so kommt einiges zusammen. Jetzt gibt es ja heute eine ganz spezielle OP, das heißt, es gibt also ein Transplantat. Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert denn? Wir dürfen ja bei der OP dabei sein. Ja. Also Herr Derbach hat eine Schulterarthrose, bedeutet einen Gelenkverschleiß. Die meisten Patienten kennen Arthrosen am Knie, an der Hüfte. Mhm. Die Schulter ist jetzt in Deutschland noch nicht ganz so häufig, aber wir bauen immerhin mittlerweile so um die 25.000 Schulterprothesen, also Schulterimplantate pro Jahr in Deutschland ein. Zahl deutlich trendsteigend, es werden immer mehr. Vermeintlich glauben die Leute häufig, die Arthrose an der Schulter hat was mit schwerer Arbeit zu tun, Überlastung, Fehlbelastung. Dem ist aber nicht so. Wir wissen mittlerweile, dass die häufigste Ursache genetisch bedingt ist. Also auch vererbt, oder? Richtig, vererbt. Und im Laufe der Jahre, natürlich mit dem Älterwerden immer häufiger, kommt es zu diesem Verschleiß. Die Schulter nützt sich ab und macht Beschwerden. Und im Falle vom Herrn Derbach sind diese Beschwerden, wie bei allen anderen auch, zunächst mal Schmerzen. Die Leute haben einfach Schmerzen, auch im Alltag, auch nachts teilweise. Und zu den Schmerzen fügt sich eine gewisse Einschränkung zu. Je länger die Arthrose andauert, desto schlechter wird die Funktion. Und die natürlich auch auf die Psyche des Menschen schlägt, weil wenn er nicht mehr, sagen wir mal, Sport machen kann oder was auch immer. Ja. So ist es. Es schränkt ein die Leute im Alltag, im Beruf, aber natürlich auch in der Freizeit. Und das kann man, und das macht man in der Regel auch immer mal konservativ anbehandeln, mit Krankengymnastik, mit Physiotherapie, manchmal auch mit Injektionen. Aber wenn ein gewisser Schweregrad überschritten ist, hilft in der Regel dann nur noch das Implantat, also die Endoprothese. Das bedeutet, wir tauschen die Schulter tatsächlich aus. Wie ging denn das los? Wer war denn da, sagen wir mal, der Marktführer, kann man sagen? War da die Schweiz gut? Waren die Amerikaner gut? Man muss tatsächlich sagen, dass die ersten Schulterprothesen, also die allererste Schulterprothese wurde in Europa implantiert, in Frankreich. Aber dann, so die moderne, nennen wir es moderne Schulterprothese, die kommt aus den USA. Also da hat man das anhand gewisser Pioniere dann groß gemacht. Und da kommt eigentlich die Schulterendoprothetik her. Aber die Europäer haben nachgezogen. Das hält sich mittlerweile die Waage. Jetzt können wir mal, Sie haben ja, glaube ich, hier eine Prothese liegen. Ist das jetzt so was Ähnliches, was Herr Derbach dann bekommt? Das ist im Prinzip genau das, was Herr Derbach heute implantiert bekommt. Ich darf das mal zeigen, weil das ist eigentlich alles, was wir heute einbauen werden. Es ist nicht mehr. Ja, man sieht, dass es eigentlich wenig ist. Und das ist der große Fortschritt, den wir seit circa 15 Jahren an der Schulter erreicht haben und auch immer noch verbessern. Die Implantate sind immer kleiner geworden. Ja, das ist jetzt hier der Teil von der Kugel. Man sieht, es ist so pilzförmig. Das wird
verankert im Knochen und obendrauf dann, wenn die Kugel abgesägt ist, kommt die neue Kugel drauf. Das ist jetzt Metall. Beim Herrn Derbach werden wir heute Keramik verbauen, also wirklich hochmoderne Implantate, die auch sehr langlebig sind. Also wie lange hält das sowas? Genau, die Leute natürlich wollen immer wissen, wie lange hält das Implantat. Wir haben mittlerweile zwischen 20 und 30 Jahren an Haltbarkeit. Also wirklich sehr, sehr lange. Und dazu trägt natürlich auch die hochwertige Qualität dieser Implantate bei. Und das Gegenstück darf ich hier zeigen. Das ist die Schulterpfanne. Das ist ein sehr hochwertiger, spezieller Kunststoff. Hinten dran Metallfüßchen, nenne ich es jetzt mal. Und damit wird dieses Implantat im Knochen eingebracht. Es wird eingeschlagen. Und der große Vorteil auch, es wird hier kein Zement verwendet. Das sind beschichtete Implantate, die wachsen im Knochen tatsächlich fest. Weil so Zement kann auch mal so Entzündungen hervorrufen. Richtig, ja. Das ist auch eine gewisse Schwachstelle. Kann auch mal reißen oder der so. Der kann brechen, richtig. Und dann natürlich beginnt die Misere, denn diese Implantate fangen dann an zu lockern. Und das ist auch die häufigste Ursache von neuerlichen Schultereingriffen nach solchen Implantaten, dass das Implantat nicht fest ist. Herr Professor Tauber, wie finden Sie denn raus die richtige Größe für das Schultergelenk, für den Ersatz? Das ist eine gute Frage, Herr Löschen. Es gibt natürlich vorgegebene Größen bei diesen Implantaten. Die werden jetzt nicht oder selten auf Maß gemacht, sondern wir haben die sozusagen von der Stange. Aber seit einigen Jahren haben wir hier einen sehr, sehr großen Fortschritt erzielen können. Wir machen bei allen unseren Patienten, die eine Prothese bekommen, eine Planung vor dem Eingriff. Das bedeutet, wir machen anhand von CT-Aufnahmen, also computertomografischen Aufnahmen, ein 3D-Modell, gibt es eine spezielle Software. Und anhand dieser Software kann man hier am Rechner das Ganze ausmessen und planen. Ich kann jede Größe meiner Implantate hier in mein 3D-Modell reinpassen. Ja, wie finden Sie denn jetzt zum Beispiel raus, dass die richtige Größe eben für das neue Schultergelenk passt? Das ist eine gute Frage, Herr Löschen. Diese Implantate gibt es grundsätzlich nicht auf Maß. Es gibt Sonderanfertigungen in Spezialfällen, aber in der Regel sind das Implantate von der Stange, sage ich jetzt mal, und bestimmte vorgefertigte Größen. Hier hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan, und zwar anhand der modernen Technologie mit Computersoftware. Ich zeige es Ihnen mal hier am Rechner, haben wir 3D-Modelle von unseren Schultern. Es wird ein Computertomogramm gemacht. Diese Computertomographie-Daten können wir hier einlesen. Und ich generiere hier, wie man es sieht, ein 3D-Modell vom Schulterblatt, von der Pfanne. Das kann ich drehen und wenden, wie ich möchte. Und damit kann ich genau beurteilen, wie schwer meine Arthrose ist und wie ich dann mein Implantat setzen muss. Und hier kann man sich dann das Implantat einbauen, virtuell. Und das Implantat für Herrn Derbach ist schon unten im OP-Raum, oder? Genau, das ist bereits vorbereitet. Ja. Man sieht hier, es gibt verschiedene Größen, die ich wählen kann. Das wäre jetzt eine Größe Small und man sieht, das ist zu klein. Das deckt sich hier nicht mit der ursprünglichen Fläche. Was wäre, wenn man jetzt ein zu kleines einbaute? Das Problem sind zwei Dinge. Erstens kann es frühzeitig verschleißen, weil die Druckverteilung eine andere ist. Das ist Physik. Je kleiner die Pfanne, desto mehr Druck entsteht und der Abrieb ist größer. Das heißt, die Haltbarkeit wäre reduziert. Und natürlich auch der Bewegungsumfang ist ein anderer. Also man sollte immer versuchen, hier großmögliche Flächen zu schaffen. Und hier kann man sich dann die Größen etwas durchspielen. Beim Herrn Derbach würde ich heute eine Größe L, also ein Large-Implantat, verwenden. Das passt hier am besten. Und damit kann man hier wirklich gut sehen, wie sich das dann bei der OP einbauen lässt. Und wichtig auch hier zum Beispiel in grün dargestellt, die Kontaktfläche. Wir haben hier einen Kontakt von ungefähr 95%, was gut ist für das Einwachsen dann. Und dieses Implantat hier wird im Knochen einfach, wir nennen das Pressfit, eingeschlagen. Da wird ein Loch gebohrt und in dieses Loch dann wird dieser Metallzapfen einfach reingeschlagen. Man sieht hier, das ist beschichtet und durch diese grobe Struktur wächst das Metall im Knochen fest. Das ist natürlich ideal. Das ist ideal, richtig. Also der Körper findet die Verbindung zum Implantat und damit ist es hochstabil in den Körper integriert. Darf ich mal fragen, wie hoch ist denn so das Risiko? Jede OP hat ja ein gewisses Risiko. Man muss sagen, das Risiko für Komplikationen ist bei dem Eingriff liegt laut Statistik so zwischen 1-2%. Da muss man natürlich auch differenzieren, welche Risiken sind es. Es gibt harmlose Risiken. Wir reden zum Beispiel von einem Bluterguss, wo man den Bluterguss dann absaugen muss. Was jetzt für uns eigentlich keine wirkliche Komplikation ist, das ist gut beherrschbar. Immer ein bisschen Stress, sage ich mal, oder auch Respekt machen Infektionen, Keime.
Aber da muss man entsprechende Maßnahmen treffen. Das bedeutet, es wird ein Antibiotikum verabreicht. Auch heute beim Herrn Derbach wird ein Antibiotikum gegeben vor der Operation, um das abzudecken. Und damit kann man dieses Risiko wirklich extrem gering halten. Und vor allen Dingen, ich glaube, Herr Derbach hat uns zuerst berichtet im Gespräch, dass er ja auch vorher eine Zahnsanierung gemacht hat, was ja auch wichtig ist, weil Zähne können ja auch große Auswirkungen haben. So ist es. Die Mundhöhle ist von Bakterien besiedelt. Ja. Und wenn wir eine Infektion, auch eine schleichende Infektion in der Mundhöhle haben, bei Defekten oder Zähnen, die nicht in Ordnung sind, können diese Bakterien im Körper streuen und schlussendlich auch an unserem Implantat gelangen und dort natürlich dann ihr Unwesen treiben, sage ich mal, und eine Infektion des Implantats herbeirufen. Naja, und das wäre dann natürlich schlecht, weil bei solchen Dingen muss die Prothese ausgebaut werden. Ich spüre, Sie sind top in Form, Herr Professor Daumer. Das ist ja auch wichtig so als Arzt, dass man eben einfach auch, sagen wir mal, diszipliniert lebt. Ja, natürlich. Das ist, ich sage es mal, Hochleistungssport, das wir betreiben auf einer anderen Ebene. Da muss man sein Können abrufen zum Zeitpunkt, wenn es gefragt ist. Und ja, dazu gehört natürlich auch eine gesunde Lebensweise, weil wir sind gefordert. Und natürlich heute beim Herrn Derbach ist unser Einsatz wichtig. Das muss passen. Man muss die Leistung auf den Punkt bringen. Warum ist der Beruf des Arztes einer der schönsten Berufe, die es gibt auf der Welt? Werde ich immer wieder mal gefragt. Und je älter ich werde und je länger ich in diesem Job bin, muss ich sagen, das Schönste ist tatsächlich am Ende des Tages die Zufriedenheit des Patienten. Wir haben das große Glück, Menschen helfen zu können. Und wenn Sie mit dem Patienten vielleicht jetzt dann nach einem halben Jahr hier sitzen und hören, wie dankbar er ist, wie gut wir helfen konnten, wie zufrieden er ist, dass wir wieder Lebensqualität schaffen könnten, dann ist das schönste Gefühl. Das bestätigt Sie in Ihrem Tun, in Ihrem Schaffen. Und das ist das Schönste an unserem Beruf, finde ich. Jetzt dürfen wir bei der OP dabei sein. Ich bin ja mit einem unserer besten Kameraleute unterwegs, der das auch wirklich aushält. Wie lange dauert so eine Operation? Kann 30, 50, 60 Minuten dauern? Also 30 Minuten ist tatsächlich etwas zu knapp. Ja. In der Regel, wenn alles glatt läuft, würde ich sagen zwischen 45 und 60 Minuten. Wie viele OPs haben Sie heute? Heute sind es vier. Vier? Ja. Auch ganz unterschiedliche? Ganz unterschiedlich. Mhm. Eine Ellbogenoperation, drei Schulteroperationen, Sehnenoperationen, ist immer bunt gemischt. Jetzt gibt es ja auch diese Sehnenrisse in der Schulter, die ja unglaublich schmerzhaft sind. Das ist tatsächlich richtig, ist auch die häufigste Verletzung, sage ich mal, an der Schulter und die häufigste Operation, die wir heutzutage durchführen. Steht an der Tagesordnung und wird in aller Regel auch arthroskopisch gemacht, das heißt so minimalinvasiv und kann aber in aller Regel auch gut repariert werden. Also das heißt, wenn auch die Sehne gerissen ist, kann man die vernähen, oder? Genau, die kann man vernähen. Mhm. Der Schwachpunkt oder die Schwachstelle ist immer die Verbindung zum Knochen. Das bedeutet, die Sehne reißt oder löst sich vom Knochen ab und da muss sie wieder verankert werden. Ja, jetzt, wie gesagt, sehen wir uns dann gleich etwas vermummt. Freuen wir uns drauf. Vielen herzlichen Dank und bitte machen Sie weiter so. Sie sind wirklich ein großartiger Arzt und nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern auch weltweit. Und Sie bilden sich ja auch immer weiter aus, was ja ganz, ganz wichtig ist. Dann sehen wir uns gleich im OP. Vielen Dank, Herr Schön. Bis später. Ich bedanke mich auch. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy. Ja, Herr Professor Tauber, wie wichtig ist einfach, dass man hier sich einfach erstmal so richtig mit... Ja, das nennt sich chirurgische Händedesinfektion. Ja. Hygiene ist im OP wirklich das Ein und Alles. Alles. Damit kann man Infektionsrate minimieren. Ja. Das ist extrem wichtig, gerade eben bei den Endoprothesen, aber bei allen chirurgischen Eingriffen. Ja.
Händedesinfektion muss sein, jedes Mal. Und wobei Sie ja dann wahrscheinlich dann Handschuhe anhaben, oder? Natürlich, wir haben chirurgische Handschuhe, auch 2 Bar, ja, also doppelt. Ja, aber auch wenn die Operation auch länger dauert, oder? Genau, so, die werden dann auch gewechselt während der Operation. Ja, ja, ja. Und damit kann man das Risiko einer Infektion tatsächlich stark reduzieren. Und Sie haben jetzt auch Ihr Team drin? Also wie viele Damen sind es? Also wir haben eine Schwester, die am Tisch steht und mir die Instrumente anreicht. Ja. Eine Schwester, die unsteril Dinge anreicht. Ja. Und dann haben wir einen Narkosearzt und eine Narkoseschwester. Ja. Und natürlich 2 Assistenten, die mir direkt bei der OP helfen. Und das ist immer das gleiche Team, oder? Es wechselt natürlich bedingt. Ja. Man kann nicht immer dieselben Leute am Tisch haben, aber wir haben eine gewisse Stammmannschaft und damit sind die Leute eingespielt und das funktioniert natürlich dann sehr gut. Und ist mir als Chirurg sehr behilflich, weil Routine ist natürlich sehr, sehr viel wert. Und jetzt geht's gleich los. Genau. Also das sind die letzten Schritte und dann starten wir. Gehen wir mit rein. Gerne. Danke. Herr Professor, was machen Sie da gerade jetzt an Ihre Finger? Ich schütze meine Finger mit so Klebestreifen, speziellen. Wir verwenden bei der Operation Kunststofffäden, mit denen die Sehne verknotet wird wieder. Ah ja, und das kann einschneiden. Die sind sehr aggressiv zum Teil. Und um hier keine Hautverletzungen dann zu erhalten, mache ich so einen Schutz drauf über meine Finger. Weil Ihre Hände sind ja unter anderem Gold wert. Die sind mein Kapital sozusagen. Genau. Wobei es geht dann mehr um die die lästigen Wunden, die man dann hat, und durch den ständigen Alkohol heilen die dann schlecht. So, jetzt legen wir los. Ja, das ist der Herr Derbach, der jetzt hier schläft. Unser OP-Gebiet ist gut und steril vorbereitet. Ja. Wir verwenden auch so Abklebefolien. Damit können wir auch diese Infektionsrate, wie vorhin angesprochen, deutlich reduzieren. Ja. Man sieht, der Arm ist frei beweglich, somit kann ich den während der Operation immer in die richtige Position bringen und manipulieren, so wie ich es genau gerade benötige. Meine beiden Assistentinnen stehen links und rechts zur Schulter. Unsere OP-Schwester Peony ist hier zu meiner Linken mit dem ganzen Instrumentarium. Also, die Sie auch alle brauchen jetzt, oder? Vermutlich. So ist es. Ja. Wir haben hier alles, was wir benötigen. Ja. Es wird bereits im Vorfeld vorbereitet. Ja. Die entsprechenden Instrumente, Fräsen, auch die Säge dann zum Abtragen des Knochens. Unsere Implantate sind bis zum Schluss, bevor ich sie einbaue, in der Originalverpackung aus hygienischen Gründen. Die werden erst dann zum Schluss geöffnet, wenn ich soweit bin. Ja. Und ja, jetzt können wir loslegen. Es wird ein Team-Timeout gemacht. Das heißt, alle Beteiligten geben ihr Okay. Ja. Ob es die richtige Seite ist, damit es keine Verwechslungen gibt. Ob es spezielle Risikofaktoren gibt, die wir soweit beachten müssen. Und wenn wir Hat Ihr Team auch mit dem Patienten gesprochen? Ja, natürlich. Ja, okay. Vor allem die Anästhesie hier hinter dem Vorhang. Ja. Das wird immer abgeklärt, ob es passt, ob spezielle Vorerkrankungen vorliegen, die wir einfach wissen müssen. Und wenn jeder sein Okay gegeben hat, dann erst wird gestartet. Geht's erst los, ja. Genau. Ja. Also der Herr Derbach, wir machen eine Schulterprothese auf der rechten Seite. Geschätzte OP-Dauer ungefähr 50 Minuten. Mhm. Gibt es von Ihrer Seite Besonderheiten? Es handelt sich tatsächlich um Herrn Derbach. Die rechte Seite wird operiert. Vorerkrankungen nicht relevante zu der Operation. Gut. Hat er bekommen. Perfekt. Das ist das Antibiotikum, wie gesagt. Und der Patient wird auch kardiologisch wahrscheinlich vorher gecheckt, oder? Genau. Es wird ein EKG gemacht. Es wird ein Gesundheitszustand muss natürlich vorherrschen, gewisser. Ja. Und wenn alles passt, dann kann man auch gut in die OP einsteigen. Ja. Somit haben wir jetzt doppelt gecheckt und wir sind ready und starten. Geht's los. Gut, Skalpell. Hier ist Chemie. Pinzette. Sie verölt dann auch, oder? Ja, genau. Wenn man in die Haut reinschneidet, dann blutet es meistens und das wird dann elektrisch verödet. Die Diathermie geht nicht gescheit. Annalena, kannst du etwas höher machen? Ja, ich komme da nicht. Beides nicht, da unten.
Öffnung ist gar nicht so groß, gell? Ja, das sind so zwischen 8 und 10 cm. Ja, und wird dann zum Schluss alles schön vernäht, oder? Genau. Ja. Aber wir müssen jetzt auch quasi das Schultergelenk erst entfernen, oder? Das, wir müssen es zuerst öffnen. Ja. Und dann, wenn wir Knochen, Schulterkugel, Schulterknochen und die Pfanne dargestellt haben, dann müssen wir das entfernen. Das ist richtig. Ja. Also die kaputten, abgeschliffenen Teile werden entfernt und dann wird die Prothese gesetzt. Ja. So, Schere. Jetzt saugt jetzt das ganze Blut auch ab, oder? Ja, genau, weil ich muss natürlich hier was sehen. Strom. In dem Fall haben wir auch etwas Glück. Der Herr Derbach ist nicht allzu korpulent. Ja. Weil natürlich tue ich mir um einiges leichter, wenn die Patienten nicht so kräftig gebaut sind. Hochhaken, dann ist der Zugang zum Gelenk um einiges leichter. Und können Sie jetzt auch schon so sehen, dass da Arthrose da war oder so? So weit sind wir noch nicht. Ah, okay. Wir arbeiten uns jetzt durch die kräftige Muskulatur. Ja. Und das Gelenk ist aktuell noch nicht sichtbar. Ja. Das dauert noch ein paar Minuten. Ja. Jetzt entfernen Sie da Gewebe, oder? Genau, das ist die Bizepssehne oder ein Teil der Bizepssehne, die auch ziemlich angerissen und aufgefasert ist durch den Verschleiß. Ah ja, das können Sie jetzt schon sehen, oder? Das kann man schon sehen. Ja. Die wird verlagert und neu vernäht, damit sie ihre Funktion danach auch wieder übernimmt. Aber die ist deutlich verändert, ja. Ja. Kam weg. So, dann kriegen wir jetzt den Meißel. So. Ja, schlussendlich ist es nichts anderes als ein Handwerk. Ja. Wir verwenden auch hier Geräte, Instrumente, wie es der Schreiner verwendet. Ja. Jetzt wird das Gelenk eröffnet. Dazu wird ein kleines Knochenstück abgetrennt. Kofferklemme. Messer. Aber man sieht ja bei Ihrer Assistenz, da sitzt jeder Griff. Ja? Das ist ganz wichtig. So ist es. Das ist natürlich das Um und Auf auch. Ich brauche tatkräftige Unterstützung. Die Kolleginnen wissen, was hier gemacht wird und sind mir bei jedem Schritt behilflich. Schere. Ja. Schere. Sind Sie jetzt schon beim Gelenk oder so? Ich bin jetzt am Gelenk dran. Das Gelenk wird gerade eröffnet. Es entleert sich auch Gelenksflüssigkeit. Das ist typisch für die Arthrose. Durch diese chronische Reibung bildet sich vermehrt Gelenksflüssigkeit, was auch einen gewissen Druck dann im Gelenk bedeutet und Schmerzen verursacht. Und diese Gelenksflüssigkeit wird jetzt abgesaugt. Ah ja. Das ist wahrscheinlich auch Entzündungsflüssigkeit, oder? Richtig, so ist es. Ja. So, und jetzt sind wir schon an der Kugel. Die Kugel wird jetzt frei präpariert. Ja. Aber die Kugel, bleibt die drin oder so? Nein, die Kugel muss entfernt werden. Ja. Die ist ja abgeschliffen und verändert. Ja. Da ist auch kein Knorpel mehr dran und die wird ersetzt. Ja, ja. Aber ich muss mir jetzt natürlich ein bisschen Platz schaffen. Ja. Man kann sich vorstellen, es ist hier alles sehr eng und natürlich. Die Platzverhältnisse sind bedingt. Ja. Und somit muss ich jetzt mir Platz schaffen, um das Implantat dann auch entsprechend gut einbringen zu können. Ja, ja.
Pinzette, Strom. Ja. Blutdruck und so ist alles stabil, gell? Ja. Davon gehe ich mal aus, dass ich sage, solange der Narkosearzt sich nicht meldet, ist alles im grünen Bereich. Fest. Aber ist auch ganz wichtig, der Narkosearzt, gell? Absolut, ja. Das ist auch ein ganz wichtiger Player hier, weil er schafft hier gute Verhältnisse für mich. Ja. Der Blutdruck muss etwas tiefer gefahren werden. Ja. Aber wenn der zu hoch ist, blutet hier natürlich umso mehr. Umso mehr, ja. Und damit sind die Sichtverhältnisse wieder schlecht. Ja. Also es ist immer ein Zusammenspiel zwischen mir als Chirurg und dem Anästhesisten. Ja. Das ist ja auch bei der Herzchirurgie unglaublich wichtig, die Anästhesieabteilung. Überall in der Chirurgie spielt der Anästhesist natürlich eine wichtige Rolle. So, jetzt kommen wir an die Kugel. Retraktor zweigezahnt schmal, Hohmann zweimal breit. Ja. Das übernehmen, das geht raus. So, den OP-Tisch bitte etwas höher. Kompresse. Nach höher bitte. Und da haben wir dann oft etwas Schwierigkeiten, das Implantat richtig stabil zu verankern. Aber es geht doch immer wieder, oder? Irgendwie. Doch, doch, irgendwie geht es immer. Ja. So, dann kriegen wir jetzt die Schutzplatte. Herr Professor, wie wichtig war da die Diagnose? Wichtig für uns bei solchen Prothesen ist, den Status der Sehnen zu evaluieren. Ja. Aber davon hängt es ab, welchen Prothesentyp, Kehlenretraktor wir einbauen. Es gibt nämlich grundsätzlich zwei Modelle. Ja. Eine sogenannte anatomische, die wir beim Herrn Derbach jetzt einbauen. Das setzt voraus, dass die Sehnen intakt sind. Ja. Das müssen wir wissen vorher. Ja. Mit Ultraschall oder mit Kernspin. Wenn die Sehnen kaputt sind, wird eine sogenannte inverse Prothese eingebaut. Das ist so spiegelverkehrt. Haken alle raus. Und deswegen ist die Diagnostik im Vorfeld sehr wichtig. Ja. Den OP-Tisch wieder etwas absenken. Und von mir wegkippen. So, dann Kocherklemme nochmal. Achtung. Was kommt danach? 47 oder 49, oder? Na, der passt. Machen Sie einen 47er Kopf auf. Ja. Und einen Zweier vor. Mhm. Herr Professor Tauber, bei Ihnen und bei Ihrem Team sitzt jeder Griff. Es war jetzt alles planmäßig, also sind wirklich eine Weltkapazität, das sieht man jetzt. Unglaublich, was erwartet jetzt den Patienten? Also wenn er jetzt aufwacht, da wird er wahrscheinlich Schmerzmittel kriegen. Er kriegt natürlich Schmerzmittel. Ja. Was sich bei solchen Schulteroperationen bewährt hat, Schmerzkatheter. Das bedeutet, die kriegen so kleine, dünne Schläuchen an die Nerven, an die Schulternerven. Die werden dann wirklich über viele Stunden geblockt und man kann die auch später noch befüllen. Das heißt, der Schmerz kann somit gut kontrolliert werden. Ja, ja, ja. Und wie lange bleibt er dann bei Ihnen noch hier? In der Regel bleiben die Leute 4 bis 5 Tage in der Klinik. Ja. Sie müssen eine Schlinge tragen für etwa 3 Wochen. Mhm. Und nach den 3 Wochen dann geht es in eine Reha, um das Ganze wieder aufzubauen. Ja. Physiotherapie, Krankengymnastik begleitend. Ja. Ich sage mal so, nach 6 Wochen sind die schlimmsten Zeiten vorbei. Ja. Grundsätzlich dauert es ein knappes halbes Jahr, 4, 5, 6 Monate, bis der Patient wieder richtig aktiv sein kann, auch sportlich wieder. Ja.
Was natürlich auch ganz wichtig ist, dafür steht auch Ihr Haus hier, also dann eben die Nachbehandlung am Bett. Also dass eben auch die Schwestern, dass da eben einfach sofort... Natürlich, der Patient ist in einer Ausnahmesituation, ja. Er ist auf sich allein gestellt, ja. Er braucht Hilfe. Ja. Das bedeutet ein gutes Pflegeteam, dann ja. Auch ein Krankengymnast, der schon am Bett was macht, ja. Mit Lymphdrainage. Ja. Ist natürlich wichtig und essentieller Bestandteil dieser Behandlung. Und Sie werden dann auch so gegen 3-4 Stunden besuchen Sie auch die Patienten? Sobald der Patient dann wieder auf Station ist, ja. Und wieder in einem einigermaßen guten, stabilen Zustand, ja. Komme ich zu ihm, spreche mit ihm, wie es gelaufen ist. Ja. Und erkläre aber es ist wirklich Schritte. Problemlos gelaufen, oder? Bisher alles nach Plan und wir Wunderbar. Sind weiterhin guter Dinge. Wunderbar. Und jetzt kommt das Implantat genau. Oder die Prothese. Ja. Den Kopf auch schon, habe ich schon frische Handschuhe. Ja. 40, ne? Ja. Hat Annalena schon. Ja, aufmachen. Und die zwei auch? Ja. Ich möchte das gleichzeitig zeigen. Und wie vorhin gezeigt, das sind unsere drei Komponenten. Mhm. Das ist die neue Kugel, Keramik, wird dann hier so drauf gesteckt und im Knochen verankert. Alles beschichtet, damit es gut einwächst. Und das Gegenstück ist unsere spezielle Kunststoffpfanne mit diesen Metallfüßchen. Und dann wird es später in dieser Form wieder gleiten, nicht mehr reiben, ja. Und somit auch keine Schmerzen und keine Entzündung mehr. Verursachen. Unglaublich. Lieber Herr Professor, vielen herzlichen Dank, dass wir dabei sein durften. Gerne, ich sage also, danke. Hat Spaß gemacht. Ja, uns auch. Vielen, vielen Dank. Und ich denke, der Patient wird Ihnen das ein Leben lang danken. Ich hoffe es. Ich bin guter Dinge. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, das war's diesmal aus dem Schulterzentrum mit Professor Marc Tauber. Er ist einer der großen Chirurgen für Schulterthemen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Motivationsgesundheitstalk. Bis dahin. Noch eine schöne Zeit und bitte gesund bleiben. Wiedersehen. Danke. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit